Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe euch heute hier eine Kategorie Pflüge, hier den John Deere 100 Chisel euch heute hier vorstellen. Kostet hier 2.500 € und 127 Euro Leasing. 15 km/h ist hier die Arbeitsgeschwindigkeit, 3,70 Meter die Arbeitsbreite. Du benötigst eine Leistung hier von 130 PS, entsprechend 96 kW. Ja, ist so eine Art Gruppe tiefenlockerer Pflug oder irgendwie. Ich habe mal auch mal in Google mal geschaut. Also das Teil gibt es auch wirklich so her. Ja, wie wir hier sehen, hier Schriftzug, hier John Deere, einen leichten weißen Rand von den Aufkleber her. Und bei den 100 auch her. Ist nicht so ganz gut gemacht von der Textur her mäßig. Wenn man in die Nähe rangeht, wenn man jetzt hier von Entfernung ist, dann passt das ganz gut. Wir sehen hier in der Seite die Reflektoren, sehen wir hierher. So, und ja, wir haben hier eine Elektraulik. Und hier vorne, das ist so nach unten geklappt, wenn man es abhängt. Jetzt dann gleich, wenn wir dann einsteigen und mal hier zurückfahren und den ankoppeln. So. Dann sehen wir gleich, also dann blockt das eine Teil hier vor und hängt es dann hier unten her an. So, wir senken mal das Ganze. So, es hüpft da ein bisschen rum, das liegt wegen dem dynamischen Boden, was ich drin habe. Nochmal hier so raus und so rein. So, haben wir mal so vor. Es versucht immer dann die Räder dann einzusinken, je nachdem wie der Boden ist, so her. So, wir können hier auch Felder erstellen, wie wir sehen. Das Ganze. Schalten wir wieder mal aus, das Felder erstellen zulassen. So, dann sehen wir hier 15 km/h machen wir hier damit. Die Arbeitsbreite ist relativ, würde ich mal sagen, genau eingestellt. Also groß ist das nicht, wie wir hier sehen. Der vornere eine Zinken, der macht es noch nicht ganz weg, weil, denke ich mal, das so knapp bemessen ist. So. Ich würde mal sagen, dass wir das Video nicht allzu lange haben, denke ich mal. Schauen wir uns jetzt hier auch gleich hier die Lok mal an. Dann sehen wir hier, ja, die Lok hier ist fehlerfrei. Und bevor ich es nicht ganz vergesse, ich habe muss ich noch mal ganz kurz drin. Genau hier ist auch hier für die Konsolen da, die auch mal ganz gut. Gibt auch viel zu wenige Mods, die was hier sind. Finde ich das super. Ja, wenn euch natürlich hier mein Video gefallen hat, schaut es wieder rein, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Hiermit Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz. Ciao, ciao.